Also willkommen zurück zum Path of Exile und hier in der Chamber of Sin zu Level 2. Hier auch mit einem weiteren Labyrinth, was ich erstmal finden muss, um es dann absolvieren zu können. Und es steht mir natürlich noch einiges bevor. Ich bin jetzt gerade mal im zweiten Akt in der normalen Schwierigkeitsstufe. Also es ist noch viel zu tun, bis ich überhaupt dann zu den eigentlichen Neuerungen komme mit der Atlas of Worlds und ja, mit den vielen Maps, die dort dann noch zu meistern sind. Aber erstmal hier weiter in der Chamber of Sin. Ja, da bin ich jetzt schon an der Stelle, wo es sicherlich hier zum Labyrinth gibt. Also erstmal den Monograph anschauen. The path to justice is slender and perfidious. Remain sure and remain true. So, vorher noch mein Skilltree weiter ausbauen, damit ich hier möglichst bald die Lebensregeneration aktivieren kann. Also, auf in das Labyrinth und mal sehen, wie gefährlich hier die Elemente zusammengestellt sind. Hier ist der erste Switch, mit dem ich noch nicht weiß, was ich damit auslöse. Super. Aber zumindest bin ich nicht dauerhaft eingesperrt. Und hier wahrscheinlich das Gleiche. Ja. Die Frage ist, was es bringt, mich selber in die Teile dort einzusperren. Ha, ich kann nicht durch die Gitterstäbe durchschießen. Schade. Und da ist ein Endboss. Bin ich gleich mal gespannt, was da auf mich tatsächlich wartet. Oh, nein! Verdammt! Okay. Er sagt at checkpoint. Okay, am Eingang wieder belebt. Also die schreddern mich ziemlich schnell. Sollte also nicht allzu oft mich diesen Teilen aussetzen. Die Schwierigkeit, die Skelette natürlich am besten zu erledigen, bevor ich dort hinterherlaufe. Okay, jetzt sind sie schon alle erledigt hier an der Stelle. Und dort kommt dann jetzt ein Endboss. Aber der ist noch nicht besonders kritisch, aber ist auch nicht dieses Symbol da oben. Ah ja, das Symbol ist anscheinend vor allem diese Wand dort. Gut, sonst gibt es hier gar nicht so viel zu tun. There is a fine line between consideration and hesitation. The former is wisdom, the latter is fear.
Okay, also in der Hinsicht sind die Trials an der Stelle noch ziemlich leicht. Auch wenn ich auch noch gar nicht weiß, was es überhaupt am Ende alles bringt, die Teile aufzulösen. Ja, jetzt komme ich dann auch schon zu dem Bossgegner oder Endgegner für diesen Bereich. Dieser, ja, komische Spinnenteil. Und deswegen Paltry ist auch hier. You again? Well, I'm sure you won't be looking so calm once that monstrosity tears you a new orifice. Felitas de Morni. Sind jetzt noch weitere mit einem Nemesis-Mod, Flaring Pulse Blot. Ja, dann hallo Helena. To damnation with piety. She was after one of Melagaro's creations, the Baleful Gem. My days with the Ebony Legion are done. So, hier ist im Endeffekt das Device, wo auch der Baleful Gem letztlich gefunden werden kann. Ja, Helena ist schon weg. Also ab zurück in die Stadt, beziehungsweise ins Forest Camp und dort mit den Leuten gesprochen. Okay, also hier noch ein weiteres Element oder weiterer Gem. Ja, dann nehme ich den mal noch mit dazu und werde dann mal ausprobieren, inwieweit ich da angreifen kann und entsprechende Frenzy Charge aufladen kann. Also gut, ich habe jetzt die nächsten Missionen bekommen. Einmal eben Vivas Chamber, dass ich dort den Malaga Spike zurückhole. Und das andere ist das Optionale, dass ich noch bis zur Krypt gehe, die letztlich hier unten dann liegt. Das heißt, jetzt suche ich dann erstmal den ersten Bandits, der hier hinten von den Crossroads zu erreichen ist. Hier ist jetzt auch schon dann die nächste Master, die ich bisher noch nicht getroffen habe. Life will lose its way in the darkness to come. Thankfully, they will be easy to spot. The most corrupted usually are. Ja, also die erste Mission ist, zwei korrupte Monster zu killen und dann letztlich wahrscheinlich es wieder zu aktivieren und zu ihr zu bringen. So, da sind anscheinend die Kreaturen. Die werden anscheinend auch jetzt anders dargestellt. Auf jeden Fall soll ich zwei davon töten und ja, mal sehen, ob ich sie dann auch zurückführen soll. Genau, jetzt soll ich die beiden Monster letztlich wiederbeleben und mit denen jetzt zur Statue laufen. Really? You've completed my errand, Exile. I am sure I can make use of that keen focus of yours again. Okay, hier ist dann auch schon die Brücke zu den Banditen, oder zumindest zu dem einen Banditen. Hier die Banditen, die dann hier auf der Brücke lungern.
trouble. I like that. That add up right for you. Naja, ich werde ihn gleich erledigen. Dann muss ich nicht nochmal extra hierher zurückkehren. Auch wenn natürlich die 10% Elemental Resistance an sich interessant sind, aber da gibt es später auch noch interessante andere Möglichkeiten, über die Rüstung die Resistance nach oben zu bringen. Also werde ich ihn erstmal gleich erledigen und das Gebiet hier hinten dann damit auch abschließen. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass ich jetzt hier generell Nachschub bekomme, weil mit den Zelten, da kommen immer wieder welche neue raus. Oder ist es trotzdem begrenzt? Weil zumindest, dass überhaupt welche aus den Zelten rausgekommen sind, war auf jeden Fall neu. So, damit habe ich letztlich den ersten Teil für das Amulett, das ich später dann brauche, um diesen Akt abzuschließen. Also auf Richtung Krypt zur Nebenquest, wo die goldene Hand auf mich wartet. I put you out of your misery. Ah, das erste Mal einen Silbercoin. Cross Navalis Palm with Silver to receive a prophecy. Sehr schön. Da gibt es auch schon wieder die nächste Essenz. Und die nächste Master-Mission. So, also auf zur nächsten Mission des Haku Armor Masters. Mal sehen, wie viele Punkte ich bekomme. Für das nächste Level wird es wahrscheinlich noch nicht reichen. Und auf jeden Fall bin ich jetzt zumindest noch nicht in Hektik. Mal gucken, ob es auf dem Rückweg dann irgendwas gibt, weswegen ich dann schnell sein muss. Okay, das Level ist auf jeden Fall ziemlich klein. Und ich muss mich dann, gibt dann auch nicht so viele Verzweigungen zum Rauslaufen. So, also da hinten ist jetzt dann der Geist, den ich zurückbringen soll. Achso, das ist wieder dieser springende Totem. Was auf jeden Fall sehr praktisch ist, wenn es zum Beispiel darum geht, dass in dem Moment, wo ich den Geist aufsammle, zum Beispiel die Höhle einstürzt, weil das Vieh normalerweise mich dann bis zum Anfang begleitet und ich sozusagen einfach hinter mir herlocken kann. Aber ich denke jetzt hier für den Fall ist es noch nicht notwendig. Also her mit dem Spirit und raus hier. Okay, die werden auf jeden Fall wiederbelebt. Oder es werden zumindest irgendwelche Geister gerufen. You honor the ancestors, you honor yourself. Ist er weg. Das heißt, in der Zone gibt es tatsächlich gar keinen richtigen Boss oder halt irgendein Unique Monster. Und zumindest ist mir anscheinend keins begegnet. Ha, da ist er. Gerade sage ich es noch, aber Solmorn ist also der Unique Boss für diese Area.
erledigt. Hat mich also genau abgepasst, bevor ich jetzt hier letztlich in die Krypta hinab will. Krypta Level 1. So, hier ist auf jeden Fall erstmal wieder der nächste Wegpunkt. Und es gibt hier ein weiteres Labyrinth zu entdecken. Es gibt auf jeden Fall zwei Essenzen hier in dem Level mindestens, die ich auf jeden Fall jetzt schon gesehen habe, auch wenn ich sie noch nicht erobert habe. Und dort ist auch schon das Level, also das Labyrinth. Also auf zum nächsten Labyrinth. Fear gnaws at the entrails of the faithful and the faithless alike. An emperor lights the way through the darkened caverns of uncertainty. Okay, diesmal sind es jetzt irgendwelche rotierenden Holzflöcke. Okay, damit ist jetzt die erste Tür geöffnet. Ist nur die Frage, ob ich hier tatsächlich zwischen denen durchkomme, ohne verletzt zu werden. Ne, normal nicht, aber es war jetzt noch nicht so kritisch. Ja, das ist wahrscheinlich sicherer, vor dem Ding wegzulaufen. Natürlich auch immer die Frage, wie weit die tatsächlich reichen und mich dann noch verletzen können. Oh. Im Moment weiß ich immer noch gar nicht, was ich tatsächlich mit den Switches auslöse. Aber ich bin jetzt hier schon wieder am Ende, wo die Tafel steht. Und hier warten jetzt bloß noch ein paar Skelette, die jetzt, denke ich, auch soweit erledigt sind. Gut. Shine boldly, so that all may find you when the night falls. Das heißt, Prison, Crypt und Chamber of Sins ist completed. Und dann fehlen noch, ja, die unbekannten Bereiche, noch drei weitere. Ah, ein neuer Geist. Komm. Steck noch ein paar Monster an. Ach, keine Monster da. Ja doch, da hätte er jetzt die Essenzmonster anstecken können. Naja, egal. Also, auf ins Krypta Level 2 und den Teil dann abgeschlossen. Ah, ein Ruby-Ring. Na, kein Platz mehr. Naja, dann bringe ich mal den Krimskrams weg. Ja, mit Navali habe ich noch gar nicht gesprochen. Schließlich habe ich ja jetzt meine erste Silbermünze bekommen. Also mal schauen, was sie zu sagen hat. Let me tell your future. Where bandits have taken hold, a lifeless army rises to guard the ruined fortress. Okay, das heißt, ich muss dann doch nochmal nach dort hinten und diese Challenge annehmen. Bin ich neugierig drauf, wie das genau abläuft und wie schwierig die dann tatsächlich sind. Ja, dann
weiter erstmal zum Crypt-Level, um das abzuschließen. Sense of Sorrow ist, soweit ich weiß, eine neue. Die kenne ich, glaube ich, noch nicht. Genau, A Sense of Sorrow, also ein neuer Effekt. Okay, Schreine mit irgendwelchen Verwirbelungen. Und damit wieder ein nächster Teil vervollständigt. Da ist wieder ein Geist. Und hat mir einen Longbow fallen lassen. Komm, geh zum Bischof. Schade. In der Richtung werde ich dann wahrscheinlich nichts finden. Jetzt muss ich mich langsam beeilen, bevor der verschwindet. Oh, verdammt, zu spät. Habe ich zu lange gewartet, ist er auch verschwunden. Aber immerhin kann ich jetzt mal nachgucken, was der Longbow da hinten so für Eigenschaften hat. Schade, keine große Verbesserung. Physical Damage ist schwächer, ein bisschen mehr Elemental Damage. So, das hinten ist der Seiteneingang, das ist wahrscheinlich hier der vordere Eingang. Mal schauen, auf jeden Fall müsste ich jetzt zum Bischof kommen, der die goldene Hand sozusagen bewacht. Ja, das ist die Seitenlinie. Der Archbischof Geoffrey, der Abashed, ist auf jeden Fall deutlich überarbeitet. Ich kann mich erinnern, dass der so groß war und vor allem so martialisch aussieht. Aber dank der aktuell recht hohen Schadensstärken habe ich ihn jetzt ziemlich schnell schon besiegt. Und auf jeden Fall ein Power-Amulett in Gold. Added Lightning Damage und 2 Life Gain for each enemy hit. Dann lasse ich die andere Life Regeneration erstmal noch drin, zumindest so lange, bis ich meinen nächsten Skill Point aktiviert habe. Weil sobald ich den aktiviert habe, bekomme ich dann auch nochmal 1,6% Life Regeneration. Und das sollte dann doch einiges ausmachen. Mal kurz nachschauen. Defense, okay, Life Regeneration per Second ist aktuell bei 12. Da wäre es natürlich auf 8,8, wäre das ziemlich wenig dann noch. Und da ist die Golden Hand. Gut, aber hier muss ich jetzt nichts mehr weiter machen. Das heißt, ich kehre jetzt dann erstmal zurück und gebe die goldene Hand ab. You are Dream Tender. My new name for you. Let us awaken the spirit. Bring even more good into this life. Oh, ich bekomme mein erstes Juwel für den Skillbaum. Gut, 3 Mana Regeneration, 6 zu all Elemental Damage und Dexterity oder etwas Physical Damage und 50 Armor. Also Armor ist jetzt nicht so. Dexterity ist da auf jeden Fall schon interessanter. Mana Regeneration ist jetzt nicht so dringend, dann nehme ich auf jeden Fall das da und vor allen Dingen Elemental Resistant, weil die Resistenzen sind für mich ja immer noch am wichtigsten. Ja, damit habe ich die Normal Quest abgeschlossen und ich bekomme noch Passive Respect Points. Ja, jetzt ist natürlich nur das Problem, dass ich gar keinen Platz aktuell eingeplant habe für den Skillbaum, wo ich jetzt hier mal eben so einen Teil reinsetzen kann. Das heißt, ich brauche hier mindestens 2 weitere, um den Socket dort zu benutzen. Schade. Das dauert also eine Weile, bis ich den wirklich nutzen kann. Also genau, also der ist sowieso eingeplant, das heißt in 3 Leveln, also das erst zuerst und dann die beiden hier oben, dann kann ich den auf jeden Fall verwenden. So, zum Abschluss dann jetzt auf zur Challenge bei der Broken Bridge.
wo ich ja die Navali-Aufgabe erfüllen soll. Genau, also Forgotten Garrison. You will defeat the Undead Army in the Ruined Fortress. Und da ist schon das Fortress und wahrscheinlich werde ich jetzt eingesperrt. Nee, doch nicht. Ah, da sind die Lila Guardians. You will defeat the Undead Army in the Ruined Fortress. Oh, das war aber nicht viel. Ha, da ist noch ein Tournament Warlord. Hätte ich mir tatsächlich auch jetzt für die erste Runde, also normal, schon mehr erwartet. Und die Prophecies verschwinden dann wieder. Ja, dann soweit für heute. Also von der Chamber of Sins, dann mit dem ersten Banditen und die Broken Bridge. Soweit alles abgeschlossen bis zur Krypta. Das heißt, die eine Seite des zweiten Aktes ist jetzt soweit auch fertig. Ja, die erste Prophezeiung war jetzt dabei, wobei die jetzt noch keine große Herausforderung war und mir noch nicht ganz klar ist, wo das hinführt, weil ich sehe jetzt noch nicht das Ergebnis, was es jetzt gebracht hat, die eine Prophezeiung zu erfüllen. Aber ich bin weiterhin neugierig natürlich darauf zu sehen, wann ich denn diese Spezialfähigkeiten bekomme. Auch die Labyrinthe, also hier war jetzt das eine Labyrinth, hier war jetzt noch in der Krypta ein zweites. Und mal sehen, wie es damit weitergeht. Das heißt, da ist auch jetzt die Hälfte von den anscheinend 6 Labyrinthen, die dort zu meistern sind, auch schon abgeschlossen. Und es ist noch einiges zu erkunden und das wird dann in der nächsten Folge los weitergehen, wenn ich dann hier in den Wald starte. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!